dass wir friedlich bleiben werden. Wir werden niemanden. Die Neonazis in unserer Stadt, machen Sie alle mit, 30 im Verein sind herzlich willkommen. Liebe Mitbürger, wir sind ganz viele Wochen lang Bürgerinnen und Bürger. Vor allem junge Erwachsene, wo man immer sagt, die junge Erwachsene haben sich nicht vergrößert. Die wissen sehr wohl, was sie tun. Die kämpfen hier heute häufig vor Ort gegen Nazis und gegen das vorne gedacht tun. Wenn sie Zeit und Lust haben, sich jetzt zu verraten, die Einführung zu machen. Mal 15 Minuten und dann gehen wir weiter Richtung Krawalli-Straße, also hier rechts habe ich Rathaus vorbei. Und zwar der Nazi-Diktator Adolf Hitler ist am 12. Mai 1989 geboren. Morgen hätte dieser Faschist und Massenmörder Geburtstag. Heute am Vorabend zieht seine Anhänger auf den Berliner Platz auf. Das ist ungeheuerlich, das ist Faschismus. Dagegen wehren wir uns. Die rechtsextremistische SPD steht ganz klar in der Tradition der NSDAP. Auch deren sogenannten freien Kameraden in und um Bochum. Für Wiesel, Erwin Richard, 1889. 1889 ist das Jahr von Hitlers Geburtstag. Er ist einer von großen kriminellen rechtsextremistischen Gruppen, die Bochum erobern wollen. Die Pressesprecherin der NPD fährt ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen BOR-Y-1933. Wer es sieht, kann sich dort umsehen, in der Arndtstraße in Bochum, dort wohnt deren Familie. Wieso dürfen die braunen Rattenfänger ungestört ihre braune Propaganda verbreiten? So bleibt die Politik, schön keine Sonntagsreden, die ich für Bochum höchst gefährlich. Es gibt Fakten, bei denen man nicht weggucken darf. Die Gaststätte zum Sandbach beherbergt Neonazis. Dort verkehrt tatsächlich die rechte Szene. Die Singender Heide und die Hohenhorster Berge sind Treffpunkte für Neonazis. Das ist eine Tatsache. Die verbotenen Zeiten wie Heil Hitler. Dort wird auch zur Gewalt aufgerufen und volksverhetzende Parolen verbreitet. Trotz Strafanzeige vor einer Woche ist die Seite immer noch erreichbar.
Unser Ziel ist ein nazifreies Bocholt, noch besser eine nazifreie Welt. Daher keinen Fußbreit in Neonazis. Ich danke euch. Versammeln am Tag vor Hitlers Geburtstag. Ich höre gerade einen Bericht über die Lage drüben auf dem Berliner Platz, da wird auch jemand von der Bürgerinitiative Ich
Thank you.